Etwas anderes habe ich gelernt. Ich war über die Hälfte meines beruflichen Lebens im Ausland. Das heißt, ich war Ausländer. Ja, über die Hälfte meines Lebens war ich Ausländer. Und ich weiß, was man so als Ausländer auch erlebt. Vor allem als junger Deutscher im Ausland, zu einer Zeit, wo wir noch nicht ganz akzeptiert waren. Ich habe inzwischen gelernt, dass wir etwas getan haben, was uns von allen anderen europäischen Ländern unterscheidet. Und das sehe ich jetzt in Straßburg und Brüssel noch deutlicher. Irgendwie haben wir ein Helfersyndrom. Also wir wollen das Weltklima retten. Das ist eine spezifisch deutsche Eigenart. Das würde ich so nicht sagen. Ist das schlimm? Nein, lassen Sie mich das doch nur mal beschreiben. Das klingt so vorwurfsvoll. Wir wollen das Weltklima retten. Wir wollen den Euro retten. Wir wollen dreimal Griechenland retten. Jetzt retten wir die Flüchtlinge. Übrigens, gestern habe ich im Europäischen Parlament eine Rede gehalten. Nicht, da habe ich festgestellt, jetzt wollen ausgerechnet die Deutschen jetzt die polnische Demokratie retten. Es sind nämlich deutsche Politiker, die das besonders machen. Ja. Aber was machen Sie jetzt gerade? Wollen Sie jetzt gerade Ihre politische Karriere retten? Nein, ich möchte mal darauf aufmerksam machen, dass Deutschland sich von anderen europäischen Ländern dadurch unterscheidet, dass es versucht, eine moralische Supermacht zu werden. Und die Begründung dafür, und das ist mir inzwischen längst klar geworden in meinem Leben, hängt mit dem schlechten Gewissen zusammen, aufgrund der Dinge, die wir zwischen 33 und 45 angestellt haben. Ob das nun gut ist oder schlecht, ist ja da gar nicht das Thema. Ja, aber es ist schlecht. Nein, nicht unbedingt. Ich will nur zum Ausdruck bringen, und das ist, wenn Sie so wollen, auch eine Rechtfertigung der Position von Frau Merkel bei dieser Flüchtlingspolitik. Das letzte Land, was in Europa aus dem Euro aussteigen wird, wird Deutschland sein. Das erste Land, was die Kernenergie in Europa verlassen hat, über Nacht, war Deutschland. Und das letzte Land, was die Grenzen zumacht zu den Flüchtlingen, wird Deutschland sein. Es liegt also an einem moralischen Anspruch, der irgendwie von unseren Politikern verfolgt wird. Ja. Und das verstehen in zunehmendem Maße unsere europäischen Partner nicht mehr. Weil man natürlich